זה רעיון מוקלט עם מר דוד פרדמן בתל אביב ב-13 באפריל 71. מר פרדמן מתארח במלון דן, מראיינת אותו רבקה בנית. מר פרדמן ידוע מאוד בקשר ל-CDG בבלגיה, ובעיקר על שני נושאים, העזרה שלו להסתרת הילדים, ותרומתו הגדולה לגיוס כספים בשביל כל עבודת ההסתרה של יהודים בזמן הכיבוש. את פשטנה? מר פרדמן wird jetzt reden in Yiddish und אבנה תגיד לכם פרגן או פרנסזיש או דוף עברית או בסיס בסר זול רדן יידיש. Jetzt wird doch gewollt wissen anfangs, wie sind gekommen zu der Arbeit am Anfang von Krieg, in, wie hat sich entwickelt eure Arbeit, speziell wegen bekommen Geld von der Schweiz, von Joint, von belgischen Banken, von London, wo sie kennt mit erzählen wegen die Sachen? Ich bin gekommen nach Brüssel. Sehr kurz vor dem Krieg mit Polen. Ich war geschäftlich in London und ich fuhr am 15. August nach Brüssel sehen meinen Bruder. Am 1. September hat der Krieg ausgebrochen in blieben Städten in Belgien. Also jeder gewartet, kommen zurückfuhren nach Polen. Weil ich habe schon meine ganze Familie gelost, Frau, zwei Kinder, Brüder, Schwester, verheiratet. In 1940, 10. Mai, den Deutschen den Krieg ausgebrochen mit Belgien. Dann war ich gezwungen, zu machen etwas beim Geschäft. Wir sind gewesen damals auf Auslandsvisa in Belgien. Auslandsvisa, normale Visa. Akut terminliche Visa. Sie versuchen Belgien, England. Weil auch weiß, in Belgien sind da Schwierigkeiten. Ja, aber Warschau bekommen die Visa sehr leicht. In welchem Geschäft sind ihr gewesen in London? Nicht in London, in London, in Textil. Textil. Mir hat der Zufall gelungen, dass ich habe anfangs den Krieg mit der Fabrik, der Kaiser Utexbell. Wird es noch dem aufschreiben? Ja. Bevor Utexbell war, bankrott, noch vor dem Krieg, ein Milliard. Ja. 1 Million Franken. Milliard. Milliard. Belgische Franken. Belgische Franken. Und der größte Gläubiger war die Kreditbank. Die Kreditbank wurde hereingesetzt, einen gewissen Mann Engelberg als sein Mann. Ich habe Engelberg kennengelernt durch eine gewisse Dame, Yvonne Jean. Dann war sie noch eine Freude. Und ich habe bei diesem Mann anfangs gekriegt, die ganze Produktion, die ganze Rollware abgekauft für die ganze Zeit. Selbstverständlich auf den Preis vom 10. Mai. Selbstverständlich, da war es viel gestiegen. Ich habe dann gemacht eine Gesellschaft auf den Namen von einem Felicien Chapy, der ist gewesen der belgische Konsul in Warschau. Er ist zurückgekommen nach Belgien, den 30. September, wenn die Deutschen gemacht hat, einen Waffenstillstand in Polen auf 24 Stunden, hat der diplomatische Korpus gekommen, herausgefunden. Und er ist gekommen und dann noch geprägt ein Brief von meiner Frau, weil er war mein Freund in Warschau.
hat dann das Geschäft auf Sendungen gemacht und er hat es geführt. Es war nicht schwer zu führen, weil ich habe sofort die ganze Ware auch verkauft an Unibri. Das Geschäft bestand aus dem Schabes, der Kamion von der Fabrik in der Eingang in Unibri. Und ich habe dann viel Geld verdient. Aber dann gesehen, Möglichkeiten zu helfen, zu meisten die alleinstehenden Frauen, die Männer sind gewesen im Lager von deutscher Abstammung. In Lager in Frankreich? Und diese Beschäftigung hat sich vernommen Ruth Levkovic, die Frau von Sanne Levkovic. Noch einer zu vernehmen, dann war er Hassan in Belgien, Lasse Rottenberg. Alles ist gegangen durch sei. Das ist gewesen nicht an Organisieren, das ist privat. Ich erinnere mich jetzt an die Geschichte, wenn die Jäden von der gewissen Provinz geschickt nach Brüssel, war dann eine Gesellschaft Ezra. In Ezra gegeben sehr wenig Geld. Bei Ezra gab es eine gewisse Fräulein Irene Gomberg. Ich habe verstanden, ich konnte sehr wenig geben, habe ich genommen einen Tisch in Dreußen. Jeder ist zurückgegangen, gedenklich, wie viel habe ich gegeben, oder so viel Ezra oder noch mehr bei Ezra. Ich bin offen, bei mir war es dann ein Geschäft mit einer Bäumenschule. Ich will du hinten, mach muss ich kennen, die ist dazu bitten, meine Frauenkinder. Meine Frauenkinder leider sind im Mai 43 verraten geworden. Und die Kinder, unsere eine Tochter hat sich gerettet, weil sie war jung. Sie arbeitet in der Munitionfabrik. Sie ist geheim. Das war alles privat. In Belgien hat sich die Geschichte von der Deportation ungeheuer in 1942. Bis 1942 war frei. Relativ. Frei relativ, wie sie sagen, weil es war eine militärische Administration, nicht die Gestapo. So im Juni, Juli. Die Gestapo genommen der Oberhand. Bis die Zeit habe ich mich beschäftigt, nur privat. Ich habe gegründet, auf jeden Fall Wunsch von einem gewissen Rottkell, Jesuim Haus, Rede Patriot 34. Ich habe alles nur privat. Wenn es zugang mit der Deportation, durch die Fräulein Yvonne Jean, ein Tessier Ferik, sie war verheiratet, ihr Mann ist schon gestorben, war ein Bankier. Habe ich Kanzschaft gemacht, da ist ein General Willy Lopens. Lopens, er ist nach dem Krieg gewesen, der Präsident vom Kuh-Militär. Und es war auch da bei ihm, weil ich ein ganz auf dem der Märsch. Ich habe seit Abend gearbeitet mit Auftrag von der belgischen Regierung in London. Und ich habe gearbeitet, die erste Zeit war ganz auf dem der Märsch, war Willy Lopens, quasi Sub-Agent. Nachher, für März 43, bin ich geworden, direkt gearbeitet mit der belgischen Regierung in London. Ich bin bestimmt geworden nach dem Krieg als Agent Auxiliaire Première Classe für das Büro Renseignement d'Action.
Damals kommen 42 Jahre Frage. Das ist ja mein Spionage. Ja, schon. Das ist gemischt, würde ich sagen. Erstmal kommt die Frage mit dem Kind. Fräulein Yvonne Jean, ich war eine gute Bekannte, meine, ist gewesen der Direktorin von Internationalen Enfants. Seit jenen Zeiten verwaltet verschiedene Büros, es gab 6000 Kinder, die Aufsicht nicht. Sie hat viel gemacht, sehr viel gemacht. Sie hat nachher genommen, die jüdischen Kinder gegeben, Platz zu verstecken, in Klösters, in ihre Kinderheime. So weiter. Dann hat sie gegründet die Gesellschaft CDG, Comité de Défense Nationale Juive. Es ist auch gegründet geworden, eine Kinderabteilung, welche hat gearbeitet. Madame Joshua war ihr Mann, war einer von den Gründern von der CDG. Es hat gearbeitet für Appelma, nicht als CDG, aber es hat gefunden, Eltern wie Kinder zu verstecken. Es hat gearbeitet Schiffre Werbe. Es hat gearbeitet bis 1943 Esther Ebel. Es hat gearbeitet eine gewisse Frau Trotzki, wie ich glaube, eine Schwäger von Werbe. Ja. Ich springe von eins auf den zweiten, wie ich wieder ja. Kopf. Und die Ida Sternau? Ida Sternau, das ist auch schon sozial, die waren angestellt. Ach, angestellt. Ich springe von eins auf den zweiten. Ich erinnere mich, ein Tag hat man arrestiert, die Trotzki. Man hat nachher gemacht bei ihr Untersuchung zu Hause. Man hat gefunden, die Liste von Kindern. Ich habe doch einen gewissen Felix Meyer in seiner Vermittlung mit der Gestapo in Verbindung. Felix Meyer definiert mir, was hat passiert. Der Sekretär von der Gestapo hat gearbeitet mit Felix Meyer. Man partiert ihr, ich muss auf ihr Sohn, ein Matier mit Zigaretten ausgebrannt. Im Körper hat sie Kommunist gesucht. Gar nicht. Wie Polina Trotzki. Trotzki. Nachher sagt, ich muss um die Liste sich verletzt machen. Du musst sofort gehen in die Gestapo. Das ist bei Nacht, sondern nicht die Liste. Er hat mir die Liste gebracht. Ich denke nicht schwer, hat fabriziert an der Liste, eine falsche, hat leider genießt eins oder zwei Opferung, was es gekommen sein, alles falsch. Die Gestapo ist morgens gelaufen auf alle Plätze und keiner nicht gefunden. In der zehntischen Abteilung von den Kindern, im Prinzip, war meine Mission noch die Finanzierung. In der Hilfe von Evernestal en France, für ihre Kinderheime und andere Sachen. Andere verschiedene Sachen und verschafft jeder besinnte Fälle da. Ihr habt geholfen, euch aushalten die jüdischen Kinder dort und die auch die anderen Stützungen für die Evernestal. Ich kann auch gehen, wie das sie gewesen. Der Evernestal en France hat privat, offiziell nicht gekonnt, geben kein Geld. Ja, und ich muss vergessen, ich habe dann gegründet ein Komitee, der gewesen Yvonne Jean, Professor Emil Allard, ein gewisser Jacques Pels und ich.
die waren die vier, die haben sich offiziell oder die Oberhand gehabt von den Kindern. Ich habe mich nicht beschäftigt direkt mit den Kindern verstecken, nicht andere drei Euro. Meine Mission gewesen, Geld und Lebensmittel. Dann auch mit Tivo Nerjan, mit der IGB. IGB war eine Gesellschaft, gegründet durch die Deutschen. Dort war der ganze Macher gewesen, glaube ich, Freddy Blum. Und ich bin dann gezwungen, als Sessel zwischen der Liste in der Evelyn-Salle-Enfance von den Kindern, die versteckten, richtig genommen, nicht richtig in ihrem Gatt, mehr Büchler, als auch verloren, zwei gegeben. Ja, die Schem, im Gatt Nummer 1, 2, wie jeder Kind hat Gatt einander genommen. In Evelyn-Salle-Enfance hat offiziell gegeben der IGB. Aber der IGB ist begangen das Geld in die CDG. Der Evelyn-Salle-Enfance hat dann auch bekommen von der Schweiz, Sardinen, Käse, alles gegangen, offiziell Klumpost von der IGB. Das IGB hat ihre Kinder, die offizielle Kinderheim, also für sich genommen. Ja. Wir haben bekommen, den Namen welche mir aufgegeben, den falschen Namen. Dann war bei mir ein Lager, haben die Größe 19. Ich hatte ein größeres Lager von Lebensmitteln, von Stoffen, von Medikamenten. Es ist alles gegangen für die Kinder. Nach der Finanzierung habe ich gehabt, direkt von der belgischen Regierung durch den Tresor von dem Finanzministerium ein bisschen Smers. Er hat gegeben Geld. Für einen Schiffu anpassen die schwere Millionen. Das ist gewesen damals von dem Budget für die Flüchtlinge. Was ist übergeblieben? Wie ist es gewesen, weiß ich nicht, aber noch, ich habe mich gewendet zu der belgischen Regierung in London. Wer hat auftags mehr? Und ich habe noch andere Gelder auch bekommen von London für die Patrie, für die Resistenz. Für die Resistenz Militär, offiziell, nicht für die Resistenz Private. Weil ich war dann beschäftigt auch mit der Resistenz Militär. Ich bin am... Wer soll gewesen der Kontakt mit London damals? Es war ein Radioamateur, weil ich habe gerade den Radioamateur eingesetzt. Ich erinnere mich jetzt an den Direktor von der Office de Travail, ein gewisser Leloir, glaube ich, wie er heißen, José de Florgard. Dort kamen alle Informationen und dort war alles weggeschickt. Dort war in Ordnung, mit keinem nicht eingefangen, weil er ist ein Regisist, so behindert es. Wer ist gewesen, der Kontakt in London? Jemand von der Regierung? Ich habe in den Krieg gerichtet, ich hatte keinen Kontakt mit jedem in Russland. Anfangs der Kontakt mit der Schweiz, vor mir, gewesen ein gewisser Neikirk. Er ist geflogen auf die Schweiz. Zu dem Joint, das war ein gewisser Salemeyer. Und der hat dann bekommen Geld, eigentlich mit Safer. Und ich habe das Geld für avanciert in Berlin. Auf dem Rechnen von Joint. Joint. Nachher kam Dr. Schwarz anfangs Krieg. Alles auf Dr. Schwarz von Joint. Ja. Alles bezahlt, alles. Das hat Glück bei. Salemeyer gibt, ist alles gewonnen, erledigt. Aber das hat gemacht Neikirk. Noch Neikirk und den Kontakt mit dem Joint verloren. Aber das ist gewesen eine Versprechung, wo es, ihr könnt sich verlassen, ja, nachdem von der ganzen Kriegszeit. Ja. Nachher habe ich euch gelegt, ja oder nein, aber es war ja. Ja. Alles wird zu tun. Was?
Ja, nachdem der CDG gegründet, Komitee oder Kommission, beschäftigten mit Erwachsenen. Es war Zentren für Erwachsenenerhalt. Jede Gruppe, war jetzt hier Linke, Rechte, Mapam, Kommunisten, haben mir gegeben Listen für seine Erwachsenen, welche für jeden Kopf so und so gegeben. Die Geldnehmer waren aber Schwerbe, ein bisschen Dom, Tabakmann, Hein Perlmann, der allgemeine Zionisten. Wie ich habe gesagt, wer bei mir gegen war, jede Woche kriegen die Restaurantisten sich wieder ein bisschen versteckt. Das einzige Werbetrieb Mensch war Herbert Fermann, das ist der falsche Name. Nur mir müssen wir Geld in der Zeitung zu kriegen. So, ich weiß nicht. Das einzige Werbetrieb der Mensch, und zwar Konkurrenz Basai, welche Party ist größer, wie viele Menschen sind mehr versteckt? So war es. Menschlich. So war es doch. Ich bin von 19 Jahren dabei. Was noch wollen Sie wissen? Was noch wollen Sie wissen? Erinnern Sie mich. Also, einfach, ja, in die Krieg auch, haben wir bekommen Geld von Société Générale de Bank. Société Générale de Bank? Von Banque de Bruxelles. Der ist auch noch die Krieg von Joint bezahlt geworden. Wo sie das werden ausgelegt, Geld? Ja, Anweis gekriegt. Ihr persönlich, sie die CDG? CDG ist offiziell nicht. Sie kommt gar nicht. Ja. Sie gehen ein Privatmensch, ich, ein anderer, der hat gerade Beziehungen mit der Bank, Jacques Pels, der war ein Agent de Change, sehr ungesehener Mensch, er ging in die Bank, ist Bleien, 1 Million, 2 Millionen, nach dem Krieg ist das Geld zu bekommen. Alle haben zu bekommen das Geld. Aber sie haben geglaubt und geglaubt. Aber das ist gewesen außergewöhnlich, das ist gewesen eine normale Sache, wenn ich finde. Außergewöhnlich. In einer Bank es war eine Diamantenbank auf der Chaussee de Charlois, vergessen schon den Namen. Welche hat geliehen 5 Millionen, aber ich habe Privatgarantie gegeben auf 2,5 Millionen. 2,5 Millionen hat sie resigniert. Aber alles ist bei Zukunft und Job. Das ist nicht gewesen, jeden dort in der Bank. Kein. Das ist Privatbanken. Das sind an der ganzen Stütze. Die Finanzierung, welche wir haben gehabt, war alles gerade von Goy. Alles? Von Goy, von der Schiene. Alles für mich. Wenn ich kein Ein Jied, ich muss sagen, ein gutes Mehl, weil ich habe gesagt, ich leihe 1 Million Franken. Ich muss aber nicht mehr nicht gewendet zu Jieden, weil die reichen Jieden waren in der AGB, welche ich und andere waren Gegner. Ich habe die AGB gezwungen, die AGB hat gewusst, meine Position in Dresden. Aber sie gezwungen, zu machen noch falsche Listen zu nehmen, die Lebensmittel, aber die dort gesessen waren, keine Geldgeber. Noch erinnere ich mich an Sache. Es war ein gewisser Gottesmann. Sein Bruder war der Schütte von Eber. Für mit Geissen Gottesmann Eber. Der Gottesmann ist einmal gesessen Mali. Nachher ist er so gesagt geworden, der Einkäufer von Mali. Frei geworden. Mali war der Lager, wir wissen. Das ist Land der Jeden. Kommt einmal zu Gein zu mir, als gibt der Chef in der Gestapo, der Geist Hartmann. Mit Hartmann kommen, machen Geschäft. Er hat auch gesucht. Ja. Er hat ihn gekannt in Mali. Nein, ich habe nicht gekannt, aber er ging mit der AGB. Der Gottesmann hat gekannt Hartmann in Berlin. Nein, Hartmann war die Gestapo in Brüssel. Hat
Wie hat ihn kennt, weiß ich nicht, aber er war der Chef von Halle. War da schon Allah einige Waggonen, leider, Kinder abzuschicken. Jetzt auch mal 18 Kinder, das sind alleinstehende Kinder ohne Eltern, konnten befreien, hereingeben in die jüdische Kinderheim, weil er war offiziell erlaubt von der Gestapo. Also 18 alleinstehende Kinder. Wie viel kostet es? 300.000 Franken. So, ich habe aber nur gelernt. Es steht am Chayim Nefesh Achat Beisruel, Kühle, Kone, Kühle, Oile, Malba, und ich habe 18 Kinder gekauft. Allein. Das war schwer aufzuklären, der andere, was das ist. Und um 80 Kinder von den Waggon habe ich es genommen. Beide Atmen durchgesetzt. Als alleinstehende Kinder schickt er hoch. Wenn man gehabt alleinstehende Kind, ist automatisch gegangen zu der IGB und die Kinderhäuser. Und sie haben befreit, zusammen war es nicht 18 Kinder, noch 400 Kinder. Aber der Rest bin ich nicht bezahlt. Man hat durchgeführt das Gesetz. Oi? Es war einmal, ich bin palästiert, der ältere Menschen. Ein problemischer Irrtum war dann der Bürgermeister von ganz Groß-Brüssel, Back, gedenkt der Bürgermeister. Ich habe den Krieg mich gehalten vertraut. Das heißt, das hat mir geraten, weil ich habe gerade Courage zu gehen zu den Rexisten, alles hervorzustellen. Das heißt, so viele Menschen, Millionen, wo spielt er alle ein Leben, die Menschen, die kannst du das raten. Ich bin auf zu Back. Mit Paris. Das ist eine eigene Initiative, das ist nicht gewesen mit der CDG, sich beraten. Nein, nicht beraten mit der CDG, aber alles habe ich offiziell CDG. Offiziell? Aber nicht offiziell, ich habe gar nicht gesehen. Das habe ich privat gemacht, weil CDG hat nicht gekonnt, das machen, was war nicht, das war Untergrundgesellschaft. Ja. Ein paar gesucht. Ja, warum? Die Gestapo hat gesagt, ich habe gesagt, die CDG war ein gewisser Rosenfeld. Ich war der Verbindungsmann zwischen der, pardon, der AGB, war ein gewisser Rosenfeld. Ich war der Verbindungsmann zwischen AGB und der Gestapo. Der Gott Rosenfeld war durch mich überzeugt, in jener Zeit 20.000 Franken auch heute. Ihr habt den überzeugt? Ja, er soll mir uns dienen. Wenn ich suche mir, meine ich uns. Aber leider war es hier, ich habe gerade in den Mitteln, in den Möglichkeiten. Aber alles aufnehmen auf CDG. Sie kommen zu gehen, die Gestapo ist bereit, die älteren Menschen arbeiten zu lassen, wenn man gründet ein Altersheim. Es waren leider bei uns Belgien. Und durch leider bis Belgien hat dann gehabt einen Zusammenschluss mit Ullmannen. Warum hat gesagt, er hat sich bei mir gegeben, diese, soll die Belgier rauslassen. So, was heißt Belgier? Es gibt jeden rauslassen. Hat einen starken Zusammenschluss mit Ullmannen. Als kam mir gedroht, dann auf die Krieg hat mir rausschicken, nicht mehr das machen. Spielt keine Rolle. Lauf zum Back. Wir haben gekauft ein Migrash, geguckt, weiß allein nicht wie, so nicht mehr drüben gesehen. Nachher war er noch konfiskiert, Kompass gekauft und er hat geschaffen, eine alte Zeit. War ein gewisser Van Damme, der Direktor, nicht mehr so gesehen gewesen, der Vizedirektor. Dort haben wir alle, die alte Menschen, ausgelost. Es war eine gewisse Frau May, sehr ungesehene belgische Bürger, ein gewisser Korn, er ist gestorben, seine Frau lebt noch. Also
Ich habe die Liste, wenn ich bei mir glaube, für 200 Pisse. Das ist gewesen offiziell. Offiziell AGB. AGB. Auch der Sprint fand, kann ich la Loi. Das ist das Sprint war dieser Amateur. So auch den 42 angefangen, um zu schicken zu der Arbeit. Er war direkt auf dem Office de Travail. Auch sind wir abgegangen. Auch mit dem gemacht ein Geschäft. Also anstatt 10 Menschen hat er geschickt, ein Mensch. Und dann habe ich die Arbeit zu Allah Chava. Ich habe noch keine Wechseln bezogen sonst. Aber ich halte das für Andenkung. Und dann habe ich mit ihm geworben. Nachher hat er gedient, wie kommt alle Terrorist. Wenn die Deutschen gewinnen, dann du. Wenn sie verspielen, ich spiele auf zwei Karten. Zwei kriegst du Geld, zwei kriegst du Möglichkeiten. Und ich suche dann noch sie, weil die eine Saison. Und sie werden sich gefallen. Loi ist gesucht, Backen ist gesucht. Aber Backen hat viel gemacht, aus dem Altersheim. Loi gemacht mehr, aber wirklich Menschen befreit. Das war noch Pfade der Portation. Was noch? Ich springe, weil es. Was noch, wenn Sie wissen? Die meisten mit den Posten, mit den. Ah. Ja, die Verbrauch organisiert. Das war schon ein später, nein? Das war schon. Noch Juli, bis hat angefangen die Deportation. Juli 1942, ja. Dann ist gegen verschiedene Briefe der Gestapo, Belgier und die Masse. Die Jiden sind sogar nicht in Patriot. So bekommen Geld von dem, der Masse? Das weißt du nicht. Das kann ich nicht wissen. Aber mit dem Briefträger, ich erinnere mich jetzt, das war Avenue Louise. 400 war die Gestapo. Ein abgewahrt, auch mit dem Macht der Geschäft. Also alle Briefe, bevor das ganze Gestapo hat er gebracht zu mir. Ich erinnere mich mit heißem Wasser, mit ein paar umgebenden Brief, war ein normaler Brief. Sie geschlossen, zurückgeschickt. Es war nicht normale Briefe, kann man sich erinnern, die Gestapo. Wie hat ihr damals gewohnt? Wie hat man euch den Brief übergegeben? Ich habe gewohnt in 7 Häusern. Ich habe mir den Krieg gekauft, 7 kleine Häuser, 600 Meter, 3 Fenster im Breit, in jedem Häuser eingesetzt. Ein periodisches Paar. Das ist gewesen, jeder in verschiedenen Kommunen? Verschiedene Kommunen. Ein patriotisches Paar. Ich bin jede Nacht in der Woche geschlafen in einem Haus. Und nicht jeden selben Tag von der Woche. Meine Identitätskarte war eine falsche Echte. Was heißt eine falsche Echte? Zum ersten Mal meine Identitätskarte, das war von der Regierung geliefert. War ein kleiner Delfel. Noch ein bisschen sich nach Städten. Und wenn sie kommen nach Brüssel, war schon die 20. in Besiedlung. Wenn die Gestapo hat mich arretiert und wollte noch sehen, 1, 2, 3, alles ist in Ordnung. Wie war meine Karte, meine Nummer, die Krieg? Alfred Ferremans. Alfred? Ferremans. Also, wenn man Französisch nach Heimtisch gibt, ich bin dann geboren in Chien. Ich war ein Belgier, geboren in Chien, in China. Ich habe die Karte und sage, ich bin. Ich habe ein Jahr hingegen gemacht, die Karte. Was war das? Ja, er ist der Postträger, hat schon gewusst, wenn er gekommen war ein Tag speziell. Es war heute nicht meins, es war eine Pension, 15 Abende da rein. Der Ballabus und Pension war ein gewisser De Baer. Ich habe einmal gewohnt am Lehrer. Und ich bin gekommen über Heuer. Geschäftlich. Ich bin bestätigt, am Lehrer in der Pension.
En alles ik heb het zien. Okay. Zum Goy. Nachher, später bekommen wir die Briefe und begeben uns morgens auf Fettel mit anderen, und kriegen die Briefe von Heinz. Noch war ich verbunden. Das hat sich eine lange Zeit gedauert. Die ganze Zeit. Noch war ich verbunden mit den Rexisten. Vielleicht hat man euch geliefert. Es waren zwei. Zu sei, auch diese Verbindung. Ein gewisser, glaube ich, Show in Nollemanns. Ich habe alles, was eigenes gesucht. Wir haben uns geliefert, die alle Sachen. Sehr komische Sachen, die wir nach so. Einmal im Show zu gehen, liegt das zu morgens mit seinem Haratio und dieser Dan auf der Armee-Sequel. Wenn wir können machen, krank machen auf einen Tug, wird er bleiben und er wird mit dem Tug alles liefern. So hat er mir geliefert die Papiere zwischen 12 und 2. Und ich bin gegangen mit der Zeit zu wissen, Slutsky. Ich erinnere mich an Fotokopies, wir haben gemacht von Fotokopies. Ich habe mich bevor 2 zurückgegeben, aber es war nicht genug Zeit. Und dann hat einer von den Resistanz, Militär, ich habe gekannt, ich habe nur seinen Namen, ein Doktor, und mein Gefühl bei Avenue Lies war ein Antiker, ein Aufgang auf dem Granier, und hat ihm gemacht, ein Pikir, an der Füße und Bären geschworen. Dann hat er sich morgens nicht gefühlt, aber im Motors kann es geschwillen, als wir dort bis 10, 11. 12, er ist geschwollen. Du verlierst. Was ist, wie die Papiere, alles im Bett. Ich habe Angst gekriegt, dass meine Hand gewollt schlecht machen. Ich habe mir gefällt, die Sachen in dem Doktor von. Sie macht ein Papier, aber ich konnte gefunden, weil es war alles. Aber dann hat sie gewendet zu dem Sinn von Dr. Allah, der ist noch heute in Belgien, Dr. von Sabena, der sagt, er aus dem Mist keine Besuch. Das hilft keine Sache nicht. Weil sein Bruder hat mit Allah gearbeitet mit mir. Er gegangen, gemacht ein Gegenbekir, in der Schule 2 der Fiesgeschule ist abgegangen und er hat zu dem Tug alles geliefert. Er hat noch geliefert, die Liste von Menschen, welche waren, die Wesen bestimmt zu Tieren, bestimmt zu Hagen. Und ich habe doch Allah und doch dem Chef von der Kriminalpolizei, ich vergesse seinen Namen, in der Kamer wird der Advokat Morris Krieg, die gemolken. Ein gewisser Tag war es 18-10 Persönlichkeiten. Zwischen sein noch der Prokurär, Jean Cornille, der lebt noch. Cornille? Cornille. Alle haben sich am versteckt. Ein gewisser Batonier, Brafford, hat gesagt, er hat sich gemäuert. Nicht geblieben. Nehmt mich in den Mund und hat mich getötet. Ich habe einen Brief gekommen, das ist ein Flugzeug, das sich im Osten mit dem Nachtkrieg zu sehen. Also meine Sorgen, kein Dank. War immer Allah geworden. Und auch in Episoden waren verschiedene, wie ich am Grip war, in Episoden. Wie sich Leben verstehe ich nicht. Wahrscheinlich steht Schöme Petoi, was die Schöme. Ich bin ein Stück bei Nacht an eingegangen und wohnen geschlafen. Es war ein Stück bei Nacht, ich habe einen Abend gegrüßelt, meins. Zwei Schuhe später, ich komme scheinbar nicht. Jeder Häuser ist für den Käufer, gerade einen guten,
mit der Parken, mit der Leiter fertig. Kommt mir rein, herüberspringen. Aber ich muss kurz. Ich kann springen, wie springen. Mich schreibt zu mir, gewöhnt eine gewisse Vorani, Madi. Sie ist die erste Parachutist, Frau, nach dem Schloss runterfallen. In England? Ja. Sie sagt, Madi, ich bin gekommen zu dir. Ich kann sein, ich bin zum Schritt gekommen. Aber es hat jetzt gebringt, die Welt aus Amerika. Ich bin dort nachgeblieben. Ich habe noch nicht mehr allein gelacht, aber sie sind zu mir in der Wohnung. Ich komme zu der Lage, da haben wir Großfeld an der Ecke. Steigt da wo, und wir können das suchen. Ich erfahre, dass ich daran die Gestapo bereit. Nochmal nach USG. 10 Minuten später, eine halbe Stunde später. Die Gestapo gekommen, gesessen bis zum morgens 3 Uhr bei Nacht. Und ich gehe nicht raus, wenn ich nicht scheint. Wenn ich gehe rein, der Kurs steht, ist ein Wort, dann lebe ich nicht steigt. Der eigene Schauspieler hat den Motten verletzt, hat den Gestapo. Es war schon letztens gefragt, kannst du damit färben? Er hat gesagt, ja, ich kenne von sozialer Arbeit. Sie haben äußerst, und die Gestapo hat von meinem Bestein gewusst, aber sie hat gewartet, mir losen gehen und zu haben die ganze Gesellschaft, wie man das ist. Aber sie ist schon nicht zugekommen dazu. Und mit dem Jacques hat ihr auch etwas zu tun? Jacques, was sie, wenn wir am Anfang... Ich hätte die Zeilen, wo ist der Jacques? Der Jacques ist so eine Geschichte. Anfangskrieg, der Jacques war Portier in einem Hotel. Wenn die Frau Lefkowitsch und ich gegangen besuchen, die Uhren der Menschen, waren wir bei einem, ich weiß nicht, Jacques ja, Jacques nicht, ein Jahr, zwei später, Jacques war verbittert, hat nachher mir gesucht, weil man seinen Freund deportiert und mit Kunis gemacht hat, es hat mit Konter geraten, mit nicht geraten. Bin ich bewahrte mit dir, ein Auto, stellt sich auf und rief mich. Wegen dem ist er geworden, am Musso? Wegen dem, wo sie... Er hat gesucht. Er ruft mich. Ich habe gesagt, kann ich nicht kennen. Und du darum vor mit dem Gestapo in... Auto. Und ich habe gesagt, wenn ich nicht kennt, ich habe dann gesehen, hinter oder tausende Menschen. Jacques kickt raus durch ein Fenster. Da sind Herr David. Ich habe dann gesagt, da, David. Ja. Auf Französisch. Das ist ein Gestapist. Keine Jude. Und weitergeführt. Die sind bei mir gewesen. Das kann sein. Er hat mir erkannt, ich brauche ihm gesagt, ihm gegeben Geld in der ersten Zeit. Jacques ist gewiss ein offizieller Bus. Er kam von der Gestapo. Ich bin der Einzige, ich habe gehört seine Nummern, sind gewesen noch. Wir haben noch organisiert einen Unfall auf ihn, aber leider noch geschossen auf ihn, leider nicht getroffen. Er ist nachher verschwinden geworden, hat ihn nicht gefunden, seit dem Glück. Wir glaubten, die Gestapo hat reingehalten. Er ist mitgegangen mit den Deutschen, ich glaube, sie haben reingehalten, weil zu viel gewissen, zu viel gekommen sind. Viel gemacht auch für jeden die Wehrmacht. Wir haben gesucht, war in Belgien, war der König ist geblieben, offiziell eine militärische Administration. Dort waren zwei Menschen, ein gewisser Dr. Hahn, seinem Gedenken war, ich komme noch die Kriegs. So ein gegeben einen Brief in das Richter geworden in Deutschland. Ein gewisser Redner, wir haben uns gemolden, morgen mit seiner Razzia. Redner? Ja. Jeder hat gemolden. Redner, Hahn, sie gingen durch Hahn, also morgen mit seiner Razzia, sein Gewiss, sein Gedicht, gehen wir loben, ist die Gestapo, sie machen die Razzia. Aber so. Mir gemolden ist, mit der Nacht friert, oder mit der Tug friert, oder bei Tug, so ein paar Nacht mit seiner Razzia, oder morgen mit seiner Razzia. Der Hahn hat sehr, sehr viel gemacht. So, geholfen, helfen. Was hat ihr gekannt, wenn ihr gewusst habt, es ist seine Razzia? Konnte sie melden.
Wie viele Menschen haben geglaubt, haben gehört, haben sich... Sind bei Dom und Massach nicht geglaubt. Massach. So gibt es bei den Goyim. Der Brafort nicht geglaubt, hat ihn bei Nacht gehaget. Dann wird es in Frieden gefunden, hat ihn Brafort. Er ist gemeldet, hat er auch gemeldet, hat die CDG, die ganze Personelle gemeldet. Nein. Der Rapport, die Deutschen, der Thema, ich habe auch der Assente für Kaffee, die belgische Regierung, als ich habe gearbeitet auf dem besetzten Gebiet, weil es kommt mir nachher zu, ich habe mit den Deutschen gearbeitet. Ich habe in Kontakt mit den Deutschen, mit den mit der Rexisten auf dem Verlang von der belgischen Regierung. Es war nicht dann die Kiel. Von der belgischen Regierung in London. Darum noch der Krieg, es haben bestimmt als Agent Consulaire Première Classe, Agent Auxiliaire. Haben sie noch, die gibt es wenige Briefe, Zertifikaten, Attestation, als David Feldmann, gehabt auf dem besetzten Gebiet, von Feinden, von Mels ist. Ihr habt euch geholfen, belgische Resistenten, nicht jüdische? Viel, aber nicht Resistenz privat, nur Resistenz militär. Die Parachutisten, die aufgefallen, die ihr mal weitergeschickt. Ich habe auch geholfen. Ich habe ein Dokument, das sind 7 Jahre geschehen. Es war ein polnische. POW. Ich habe mir geholfen. Es war eine polnische Organisation, Militärnation, auch eine Resistenz, aber Militär. Ich habe mir geholfen. Erstens herangehen in Front der Independenz, das wollte ich nicht gut unnehmen. Ich habe sie materiellisch geholfen. Ich hoffe, seit Brief am 15. September 1944, ich danke mir für meine Mithilfe. Der Brief befindet sich in Yad Vashem. In Yad Vashem findet sich ein Brief vom Präsidenten von der Kuh-Militär am 12.06.1945 von General Lopez. In dem Brief schreibt er, wenn ich gearbeitet habe von Lopez, Lopez hat gerade gewisse Formen bei den Spesen. Als ich komme noch den Krieg, habe ich ihm alles von den Spesen. Ich glaube, es ist immer bei uns. Ich habe ihm alles, aber bei uns nicht. Doch ich habe mein Leben gewinnt, so von. Du schreibst, dass Lopez in den Briefen von Yad Vashem, als er hat mir gewollt aufgeben, meine Spesen, habe ich mir gesagt, damit das Opfer ist mein Leben, das sieht man nicht das Geld, das ich habe ausgegeben. Das ist auch in Yad Vashem. Zwei Livret, der hat die Liste von den 1646 Kindern, findet auch in Yad Vashem. Das habe ich gesehen. Jetzt sehe ich, warum es gekommen war, wenn ein Eilert gewohnt in Tel Aviv, der ist geschickt, der Yad Vashem. Sie ist adressiert. Was noch will ich wissen? Ich habe leider nicht gehalten, alle Dokumente, weil ich habe gekommen, ich mache meins und gehe weg nachher. Was noch will ich wissen? Ihr habt gewusst von der Arbeit, was Gottfried hat gemacht von den gewaffneten Partisanen es in Belgien? Es kann sein, aber ich kann nicht wissen, dass Gottfried sind nicht Gottfried, weil keiner hat sich gerade im richtigen Namen gekriegt. Ja, Albin hat er geheißen. Ich kann gar nicht so. Die Position, die kennt direkt, aber ich werbe, da weg, man kommt zu mir noch Geld, aber ich kann den Namen. Ja. Aber so ist mir schwer, ist diesen Abend zu flammen, Antwerpen, glaube ich, flammen. Ja. Es ist eigentlich ein Katz, ein Chaloroi.
Die Krieg war also kein Katz. Nur die Krieg ist eine große Familie Katz, eine große Familie Flamme, aber mit Zeit war ich in Kontakt, weil ich Wort gegeben war die Kinder, war die Erwachsene von Charleroi, von Liège, von Gand, von Antwerpen. Darum, nach dem Krieg habe ich gewisse Sachen nehmen. Was ihr wisst von der Arbeit von Roger Katz in der Zeit von Krieg? Nein, Roger Katz, trotzdem heißt David Katz, trotzdem ist es mein Cousin von meiner Vaterseite, habe ich ihn fast nicht gekannt. Er hat schon gewohnt in Belgien Vaterkrieg? Ja, ich habe ihn fast nicht gekannt. Ich glaube, einmal uns gesehen vor dem Krieg bei meiner Kinderschule. Ich habe sehr wenig in den Krieg gesehen. Ich habe einmal gewusst von seinem Bestein, als ich in Türkei kam zu mir Nathan Levkovic, der Bruder von Sana Levkovic, der erste beschäftigt, in der IGB die Päckler zu trugen Essen zu liegen mit dem Liegen im Keller bei der Gestapo. Kommt er zu rein, euer Cousin sitzt im Keller in der Gestapo und betet auf dem Helf. Dann lebte Heinz, war in der IGB, bis in Berlin. Sagt Berlin, kannst du etwas machen? Ich würde sagen, dann heißt das für eine Sonst, das nicht hat. Nein. In dem Roger Katz, aber es ging. Als Jid. Roger Katz nachher noch gekommen zu mir, ich bin zwei leichte Silberne von seiner Mutter. So, das will ich so bei dir sein, und dies macht mein Leben gerettet. Ich bin nicht dabei. Meine Mutter angekriegt, meine Mutter, meine Tante. Letztens hat gehört, der Roger Katz gesessen, hat sich befreit, hat ihn geschlagen, das nicht als Jid. Ich habe befreit, durch Berlin als Jid. Was hat gemacht in dem Krieg? Weiß ich. Aber sicher gemacht, was ist nicht möglich, muss man die alle Titel und alle Papiere nach Wort sind sei falsch. Nicht möglich. Ich glaube es euch, er hat gemacht, aber nicht auf die jüdische Front in Belgien. Nein, jüdische Front in Belgien. Absolut nicht. Er hat wahrscheinlich gearbeitet in der militärischen Resistenz. War der Resistenz? Ich war der Resistenz. Ich bin 1940 habe ich auch gearbeitet für Frankreich, für Nordfrankreich. Das gearbeitet, die alle dachten, ich schicke nach Spanien, nach London, nach Amerika. Ich bin der Franz Lieber, Mamber Avi. Mein Karte sucht November 1940. Ich habe keinmal keine Revolver in der Hand nicht gehabt. Und keinmal kein bisschen Verdeugen gesehen nicht gehalten. Was waren die Resistenzen? Und dann war ich noch Resistenz nicht anbelangt, angehört zu der Regierung. Selbstständig habe ich gemacht im 43. Juli. Im 43. Juli habe ich gearbeitet von Loppens zur Kanzel von der Mersch. Darum sehe ich, Katz hat wahrscheinlich gearbeitet in einer Gruppe, militärische Gruppe. Das heißt, militärische Gruppe, das heißt nicht Militär, welche waren in den Maki, welche haben geschossen, haben gemacht Attentaten. Ich habe keine Attentaten nicht gemacht. Nicht die sind gewesen die Zivilen. Ich bin gewesen mehr in der Aktion an Simon. Sagen wir das, ich habe gerne das zweite Büro. Von der belgischen Regierung. Ja. Das ist auf der einen Seite, auf der zweiten Seite für die Mit diesen Möglichkeiten, welche gemischt sich in die Beziehungen mit den Deutschen, mit den Rexisten, war ausgenutzt für die Jeden. Ihr habt das gewonnen gemacht, sie hat sich getroffen, sie hat gearbeitet für die Goyim, sie hat gekannt. Nein, ich habe, sei noch richtig, ob sie gekannt, diese alle bevor die Jeden. No, also, ich habe gehalten mit der Perspektive Revolver gehalten der AGB.
war kein Mitglied in der AGB. Ich bin nur gegangen in der AGB, weil ich darf drohen. Da ich wird gezittert von mir. Gezittert. Wo hat er gekannt tun, sei? Sein gewiss, an ich lebe nicht mehr. Freddy Boom hat gewiss, dass ich machen, was ich will, lebe nicht mehr. Fertig. Was absuchen auf der Deutschen? Nein, schießen. Ihr allein schießen? Ich nicht, ich habe keine Gewohnheit. Er hat gewiss, als Dritte eine Lebensgefahr, wenn er macht nicht. Das gewesen noch die Attacke auf Holzinger? Noch früher. Noch früher? Noch früher. Noch früher. War gewiss klar eine Attacke auf Gottes Massasi. Es war schwer zu verstehen. So ein gewisser, ich habe einen gewissen Koyoch. Ich habe mir gewiss, bist du wahrscheinlich gewiss von der belgischen Seite. Das war mein Revolver. Ihr habt gehabt Koyoch von der belgischen Militärresistant auch? Wenn ich habe gedacht, ja. Ja. Alle ganze verfügend. Wie soll um die belgische Eich als polnische, als nicht kein Belgier, um sei sich ziegetreu zu Eich? Was sei gerade die Umweisung gehen? Also ich habe gedacht, das und das machen. Das ist nicht kein Chef. Ne? Ich bin gegangen bis dem, gegangen zu, oder zu dem General, oder gegangen zu dem. Ich finde, wie er so als ein Fremder in Belgien hat er so schnell geschaffen, die Kontakte weil, mit den Menschen. Weil, mit die weiß ich, mir Gott zu danken, außer von meiner Familie verloren, die ganze Zeit gut geht. Aber ich sage auf mir allein, ich habe alles mehr geschaffen mit meinen. Mehr mit meiner Intuition und meinem Segel. Es ist eine wichtige Sache. Ein Stück, ich war sehr moderat. Ich bin kein Held in der Natur. War auch einer von den Mitarbeitern, war eine nicht so Psychiater. Ich will das vergessen, wie es heißt. Der kommt einreden, ist ein gewisser Doktor. Sucht das immer leider. Sag mir, was du denkst. Sag mir, los und frei. Ich denke an den ersten auf der ganzen Welt. Das ist immer. Nur so, hey, Lois, du bist zu stark für mich. Bei diesem. Und eins sage ich dir an. Im Verlauf nach heute, jeden Tag in der Früh, macht sie deuten und sucht dir ein paar Mal, das deut, das spielt eine Rolle, mein Leben gegen die Millionen, es wird gehaget. Es sei nur dem, welcher Friedrich Gerhard war, deuten ist die Gurke noch nicht schon. Gut gemacht. Nur dem, als ich gerade gestern habe ich gar nicht gekriegt und ich kriegte einen deuten. Und ich konnte einfach nicht. Ich war ein Lunatik in den Krieg. Also Menschen, die sind schon gesessen in Kehle dort, hat ja gekannt mit Geld, Abkäufen. Okay. Menschen, die sind gesessen in Malin. Nicht alle. Nicht alle. Nicht nur, ich konnte das sehen. Es war ein gewisser Asche, der erste von der Gestapo war uns zu machen mit ihm. Die beste Periode war, wenn es war Haltmann. Er hat gewollt Geld. Er hat keine mehr Geld. Er hat bei Geld alles gemacht. In Menschen zum Beispiel sind gekommen in Brandung herein, das hat man schon nicht gekannt. Schön. In Brandung hat man gut keine Kontakt nicht gehabt. In Berlin, ja. Weil man nicht bekommt, hat der Asche weggeschickt zu essen. Und oft gegangen einer von unseren Menschen als Asche B. Und konnte für den Kontakt.
in mit den Flamingenten, mit die belgischen Antisemiten hat ihr gespielt? Es gewesen. In meiner Meinung ist die Mehrheit der belgischen Bevölkerung gewesen gut gestimmt für ihn. Ein ganz kleiner Teil schlecht. Ich der Mama nach heim, als Kabin, als Kabin, als Kabin, als Kabin. Als sie gemacht haben, mit dem eingeladen, die Gedäune von den Rexisten, nicht war auch auf dem Weg. Ich habe gerade den Courage zu sagen, Kinder, du bist verliebt. Gewinnte, gewinnte, gewinnte nicht, hat ihr Geld für mich, in oder Eide zu gehen. Und durch den, ich vergesse, wie sie den Geist in der Sie, nachher hat ihn geschossen, der Mann. Und sogar die Flammen angehoben. Vergelt. Aber die Mehrheit der Bevölkerung, in meiner Meinung nach, war nicht schlecht. Ich habe in der Zeit gesammelt, habe ich Sperber. So. Ich habe gesagt, Sperber, ich bin nur spaziert mit sich, ich habe Zigaretten. Voll Feders, ich habe gewisse Mikrofon. Ich habe letztens getroffen, Herr Abrahams, das war die Traditionskirche bei Steinken, IBG. Die IBG, Association Victime Israelite, ist gegründet geworden, offiziell, heute durch Nebjan, Allah, Pels und ich. Wir waren die vier Gründers in IBG. Das ist bald noch ein Krieg. Noch ein Krieg. Ja. Die Menschen. Ende 44. Ich war in Prag auch gewesen, nein? Nein, aber später. War in Prag ist nicht gearbeitet, aber es war nicht das Geld geblieben. Ist. Aber es gegründet die IWG, Association Victime Israelite. Und wir haben begeben die Kasse, nachher haben sie es geführt, die anderen haben es geführt. Ich habe in der Zeit, ich suche mir zwar drin jetzt ein Skio für die Erfahrung bei Lambert und Melz. Die sind sogar ab und gesagt, wenn ich sehr Zigarette habe, dann macht man ein Eier zu brechen und sich den Mikrofon. Ich war einmal im Tram, dann war von Zeit zu Zeit, ich sage mir so, euch steigen, wer macht Kontrolle? Dann ist der 2-3 Soldaten der Gendarme mit allen besucht. Und dann hat dieser Christ besucht mir, man reißt auf eine Zigarre, bin ich fertig. Ich bin fertig in die ganze Sache. Es war dort, dort gegangen, nicht schlecht. Also jetzt war in der Holstein eine Frau, ein Kind, weiß 3 oder 4 Jahre, mit einem welchen Mann, ein tolles Kind. Und ich habe es einlegt in die Tasche von mir. Was haben wir gebracht? Jetzt sind wir Massen, kann sein ja, kann sein nicht. Wenn ich mache es nicht, bin ich sicher fertig. Ich bin gestiegen, die Wehrmachtkontrolle bei mir Gesicht, bei ihr Gesicht, mit Handtasche überall, gar nicht. Ich bin froh, es gegangen. Ich habe es mir noch, wir sehen, wo nach was verkehrt. Ich sage, was gesehen Sie hier? Wo ist es gemacht? Der Herr ist, ich bin ein Patriot. Wolkengesicht, ich war auf den Neufnisch aufgelost. Wolkengesicht, ein Mantel von meinem Kind, sich mir und mein Kind verrechnet geopfert. So, alt ist dieses Ding. Und nicht gesicht, bin ich zufrieden, was ich konnte helfen. So ist es. Es war ein Belgier, ich habe sehr viel gemacht. Sie sind geblieben die ganze Zeit in Brüssel. Sie sind auch in Antwerpen und in Arim gefahren. Nein, sie ist nur Brüssel. In ihr hat Geschäfte gemacht auch in dieser Zeit? Schein. Sie, Die Geschäfte habe ich in der ersten Methode nicht gemacht. Sie hat gemacht der belgische Konsul Felicien Chapuis. Ja. Im Gegenteil, gemacht sein Haus gemacht, für die Kinder gearbeitet. Ich persönlich habe den Krieg neu getan, diese Untergrundarbeit.
Die ganze Zeit. Kein Schrank im Geschäft rein. Ich konnte eigentlich nicht von mir, nicht vom Geschäft, alles ist kaputt gegangen. Ja. Aber ich habe verdient Geld. Ich habe verdient Geld, ich wollte noch nicht ganz gut zu geben. Was verdient Geld? Ich wollte noch nicht ganz gut zu geben. Ich habe etwas verdient, aber ich habe verdient. Ja. Ich habe bekommen sein Gehalt. Er lebt noch? Nein. Hm. Nicht lange nicht noch. Ich fühle mich geistig an Felicien Chapuis. Was ist eure Meinung wegen die Judenrat in Belgien? Weil ich weiß, es ist gewesen eine Sache Diskussion wegen Judenrat. Dacht sich mal, in Belgien ist gewesen ein bisschen anders wie auf andere Erde. Ich finde es mein Meinung. Der Judenrat, am Prinzip der ganze Judenrat, ist war aktiv bei Fred de Blum. Gustav Feinberg. Es war nicht sogar Perlmann ein Mitglied im Jugendrat. Wir können es sagen, als Jugendrat sein Gewesen verletzt. Der Fred Blum war ein Fanatiker. Mit einem heißen Tier hat er getiert. Aber nicht von sich allein. Die Kinesischen machen Intervenzen. Die Kinesischen gemacht verschiedene Sachen. Ich habe Mama einmal gekommen, ein gewisser Riboyat von Holland. Ich habe gesagt, dass er die Möglichkeit hat, ihn zurückzubringen, zu befreien, von Geld in die Gestapo. Und der Junge war sehr zufrieden. Er hat mich gebeten zu kommen, wenn der Rübert will sein. Ich habe Rübert gesehen, durch Kinder, das ist nicht schwierig. Das ist nicht möglich. Er wird das Geld zu nehmen, mit den Jeden, mit alles. Was sei ihm geglaubt, aber sie waren keine Verräter, nicht. Naiv. Naiv. Sogar der Fred de Blum, er hat wirklich gemacht, dass man darf nicht machen. Er hat geglaubt, damit wird er raten. In der Flach geglaubt bei MS, als war zu der Arbeit kein. Ich habe, ich glaube, 43 Jahre, mir hat es die Organisation nicht zugeschickt, ich habe es von dir, geschickt Arbeiter aus Deutschland nach Polen, um als Spionen. Ich habe noch bis heute den ersten Foto leider von Gasoil. Und ich habe es geschickt nach London, nach Amerika, in der AGB gegeben, keine Ahnung, ich glaube. Ich habe noch bis heute ein Foto. Ich habe gelesen, die meisten, eine Martin, ein Soziologe, hat mir geschickt. Wir haben gerade mir ist das, ich habe gearbeitet bei der Regierung, und gerade unsere Menschen, die haben das Gefühl, arbeiten. Das ist verschrieben als Goyim. Als freiwillige Arbeiter. Und alles kommt die Geschichte. Und Kinder von der Ghetto rausgenommen. Und die goyische Seite behalten. Die ganze Zeit von Krieg verschiedene Sachen geschickt. Ich erinnere mein Pfeffer mit Tee, ich kann auch nicht zu geben. Das ist alles dann weggenommen. Nachher ist sie, wie sie im Game versteckt. Sie hat gesagt, Klampas bei uns ist verdächtig. Ich setze darüber jetzt anders. Und alles geht und hat sie auf dem Weg mit ihr retiert. Nicht der AGB hat nicht geglaubt. Vielleicht mehr geglaubt wie Amerika in England. Ja. Ihr persönlich habt mit den Menschen von der katholischen Kirche gehabt Kontakt? Mit gewissen Geistlichen. Aber so mit den Kindern, wie ich mir gesagt habe, war eine gewisse Arbeit. Und wenn ich war auf diese
März gibt es eine gewisse Frau, ich heiße Andrei. Sie erinnert sich, wenn ich aber ein dieses dort ein bisschen geben zu essen, das sie will. Mir hat sie gerufen, dann ich habe einen Brief von Jean, schreibt sie per Noël. In weißt du etwas wegen jeden, die schon teilgenommen wenn man sagen, in die nicht-jüdische Resistance, in die armierte Resistance in Belgien? Ich weiß ja, aber es ist gewesen. Leider, zum meisten kommunistische Jeden. Und wenn man will, die Kommunisten haben gearbeitet in der Resistance. In für die zionistische Jugend hat er... Glaube ich nicht. Und von Beschäftigten, so Schatten, Zertifikaten, meistens, aber aktiv nicht. In wegen helfen Menschen sich los illegal in der Schweiz allein hat er auch gehabt Kontakte? Ich habe gerade Kontakte. Ich habe gerade Kontakte, nicht so weit nach der Schweiz, die durch London, über Spanien, aber das hat meistens kein Militär. Kein jüdisch, ich meine, das ist durchgegangen. Militärische Menschen hat er ja übergeschickt. Militärische Beamte, größer, ja. Also gar Französische, darum will ich in Franz Libro. Ja. Bestimmt Gemamber Avi, mit der Karte, November ja. 40. Von Franz den Nord, nicht von ganz Frankreich. Ich habe sie gar französische Auszeichnung. Und ihr habt gesucht, den Namen von Apur, jeden dort, deutsche Jeden, die haben gearbeitet mit den AGB, mit den Deutschen, Berlin, Rosenfeld, so, die anderen. Wo ist es gewesen, seine Rolle? Felix Mayer ja. War nicht offiziell der AGB. Anfangs geglaubt in den Zuhren von Deutschland, aber doch war ein guter Jid. Wenn man ihn gebraucht, ist er gegangen. Gegangen zu der Gestapo, war aber ungesehen, er war größer als Hinter. Gegangen zu der Gestapo, er war ohne Geld. Du bist ein Jid, wo sind schon gewesen als Flüchtlinge in ja. Belgien, ja. Vor dem Krieg. Wahrscheinlich habe ich das können wir ja. Super, aber Felix weil Mayer, meistens, wenn die Männer hat man doch weggeschickt, ja, die Flüchtlinge. Aber sei es in Gewinn vorgeschickt. Felix Mayer kann Geld geben. Alles gemacht, wenn er will. Ich nenne wegen Kreuz zu tun. Das ist noch so. Rosenfeld hat keine mehr Gehalt. Berlin hat keine mehr von Zeit zu Zeit mit gebraucht, als Sachwerker, die kann machen. Warum trotzdem die Namen gehalten von mir? Rosset war der Verbindungsmann zwischen AGB und der Gestapo. In, wie hat sich gehalten die Konsistoire in die Zeiten? Gewesen einer Ben Ruby, es war so ganz Konsistoire. Sehr schwach. Die Konsistoire war aber nicht. Es war nur der AGB, der Ullmann. Ja. Ullmann war auch nicht Vertreter. Meine Kasamowachsen war dumm. Sie kommen zu gehen zum... Ich habe einen erreicht, der bin geschieden. Weißt du, ich habe einen Scheunmäus gehackt. Bei ihm in der Wohnung. Er hat mir gedroht. Aber er ist nicht lange geblieben in AGB. Nur der, wo sie ist gesessen in Brendung, ist er... Kann sein, ich kann mich erinnern. Aber er war auch nicht Kind. Kann sich verraten. Er war dumm. Er ging belgischieden. Sein Bruder gewesen, glaube ich, verhaftet geworden in Antwerpen. In die Sache, wo die belgische, die Jeden mit der belgischen Nationalität umgekannt bis September 1943 und sind gewesen frei. Das hat man erzählt, dass Hitler hat versprochen, die Königin, das ja, ihr Westen zu wegen dem. Nachher hat narratiert sogar der alte belgische. Ja. Die alten Leute, die gewachsen sich die ganz größte, einmal sogar die Königin, die kommen in dem Altersheim, besuchen die Frau Mai. Ich weiß nicht, wer die Frau Mai ist, kann man nicht ermannen. Es war so nun zu der Königin. Was in Seisen gesehen in Kehle von den Gestern. Gestern zu befreien, sie macht die mit Altersheim. Ja.
Doch, ich glaube, das ist ungefähr das ist alles. Ich finde, man muss leider man nicht genau. Nein, wenn wir das aufschreiben, soll ich mir den Mann zu fragen, noch das schicken. Noch Fragen, ich muss für Gelegenheit vor. Zweitens, wie Sie suchen, Sie wissen mehr sicher gemacht wie ich, ob Sie mir allein gesucht. Also ein Mensch sucht allein, hat das mehr wert, wie muss man die Zeit wegnehmen. Toda rabba.